Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Es ist 6.15 Uhr, ich habe einfach 2 Stunden wieder mal nur geschlafen. Heute ist einer der wichtigsten Tage bis jetzt in der Karriere von Geller, weil heute wird Eli Markenbotschafter von Adidas. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich gar kein Freund so vom Duschen morgens, aber ein Tipp an alle da draußen, die so irgendwie einen Termin haben oder so. Boah, Schule schwer, Schule habe ich immer nie gemacht, aber morgens duschen ist ein Game Changer. Ich werde euch nachher mal erzählen, wie das alles zustande gekommen ist, Freunde, ich stehe hier gerade nackt, deswegen sieht man nur so ein bisschen halb. Denkst du, ich will nichts liegen? Zwar nicht so viel zu liegen, aber passt. Taxi ist da, ich brette jetzt los. Ich vergesse immer auch immer irgendwas, ne? Melina kommt auch mit, die muss mir safe irgendwas mitbringen, weil ich irgendwas vergesse. Es regen sich auch immer voll viele auf, dass ich die Hose hier anhabe. Oder generell immer nur die Hose oder nur Elevate. Ich muss sagen, Freunde, ich liebe Elevate. Ich bin nicht so einer, der jeden Tag neue Klamotten braucht. Ich feiere das. Ah, okay, Freunde, ich erkläre mal euch ganz kurz, wie das alles überhaupt zustande kam. Damals hat mich Adidas schon immer supportet. Also es war schon vor einem Jahr. Da haben die schon meinen Eli Geller Cup gesponsert. Also dieser vor einem Jahr, der allererste. Da waren die schon dabei als Partner und die haben immer sehr, sehr viel von mir gehalten und waren so dabei, als ich noch nicht so viele Abonnenten hatte, so 200.000-300.000 ungefähr. Und die haben so den Aufstieg voll miterlebt und haben mich immer supportet, waren immer voll nett zu mir und so. Und da stand immer so eine Partnerschaft im Raum, aber das wurde dann immer intensiver und jetzt haben wir uns drauf geeinigt, Freunde. Ich bin nicht nur Partner, das hört sich komisch an, sondern ich bin wirklich Markenbotschafter. Damit ihr mal so ein paar Größen habt, ich will mich nicht mit denen vergleichen, nur damit ihr seht, wie heftig das ist. So eine Ehre für mich. So Messi ist zum Beispiel Markenbotschafter oder Pogba oder Gnabry, glaube ich auch, Jürgen Klopp. Aber auch sowas wie David Beckham, Zidane. Also es ist wirklich sehr, sehr krass. Ich will mich nicht mit dem vergleichen. Ich bin nicht mal irgendwas, nur damit ihr euch das besser vorstellen könnt, was für ein heftiger Schritt für mich ist. Das ist auch eine Ehre für mich, wie gesagt. Ich denke, das passt sehr, sehr gut zusammen. Adidas hat richtig geile Sachen. Ich habe damals schon immer diese Originals getragen und hatte auch immer meine Fußballschuhe von Adidas. Die Kaiser 5. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt alles ist. Die sollen anscheinend was für mich vorbereitet haben. Ich denke, ihr versteht das auch und vielleicht freut ihr euch auch für mich. Ihr merkt es vielleicht, bin sehr ein bisschen aufgeregt, weil das ist nicht so ein Tag wie ein anderer und das ist wirklich nicht so eine normale Partnerschaft. Das ist wirklich krass. Die haben mir diese Liste geschickt und vielleicht kommen auch dann so gemeinsame Events, ne? Sehr, sehr, sehr krass. Riesenschritt in mein Leben und ich freue mich, so ein heftiges Unternehmen einfach jetzt so vertreten zu dürfen. Überlegt mal, Adidas, Freunde, wie sich das alles entwickelt hat. Das ist so krass. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Ohne euch wäre das niemals möglich. Es gibt wahrscheinlich so viele Fragen dazu, werde ich im Streams und sowas beantworten. Ich hoffe, ihr freut euch für mich, weil Adidas ist ein Weltunternehmen und so erfolgreich und wollen mich dummen Kopf als Markenbotschafter. Das ist so geil. Ich treffe mich übrigens jetzt hier gleich in Frankfurt mit meinem Manager. Und dann geht es von dort nochmal 2 Stunden nach Herzogenaurach. Das ist voll der Zungenbrecher. So dieses berühmte Headquarter, wo die dann immer alle eingeladen werden. Und Melina wird übrigens auch später dazu kommen. Ach ja, bevor alle kommen. Dieses Nackenkissen kommt im September. Letztes Mal hatte ich es angehabt. Mein ganzes Handy explodiert. Ende September könnt ihr euch das Nackenkissen hier kaufen. Ist das dritte, das neueste. Über 100.000 Mal produziert. Soll auch ein Permashop sein, damit auch mal jeder eins hat. Viel Spaß. So. Flo hat mich abgeholt. Einer meiner Manager. Frankfurt Flughafen ist der Knüller. Einfach eine halbe Stunde ungefähr bis zum Ausgang gelaufen. Wir fahren da jetzt hin. Wir brauchen 2 Stunden. Wir haben einen anderen Markenbotschafter. Wir sind jetzt Kollegen, Messi. Beides sehr gute Fußballer. Du vielleicht einen Tick besser. Aber an sich genau das Gleiche. Das ist das Gebäude. Es ist hier wirklich riesig. Also wir werden nachher auch in den Store gehen. Da werde ich einkaufen können. Also ich darf mir sowas ein paar Sachen aussuchen. Werde erstmal komplett eingekleidet. Und es ist hier echt riesig alles. Guck mal, wie cool, Freunde. Adidas Welcome Elias Nährlich. Das ist sehr, sehr cool. So, und hier sind dann auch immer so von denjenigen die Fußabdrücke. Also es ist wirklich voll das geile Gelände. Ich habe vergessen zu filmen. Wer ist da drüben? Welcher Kollege? Ach, hier ein Sprinter anscheinend. Ach, Messi! Und ich bin dann da. Hier ist Leo, Freunde. Und da werde ich sein. So, wir gehen jetzt erstmal das Essen. Und die Mitarbeiter, du musst hier auch, also die Mitarbeiter essen hier. Die sind auch nur Mitarbeiter. Er hat es mir gerade erklärt. Hier ist das Gehirn von Adidas, Freunde. Hier ist der Dreh- und Angelpunkt. Man geht hier rein, dann sucht man sich aus, was man will. Und dann geht man runter und dann kickt man es. Essen war super. Wir gehen jetzt den Vertrag unterschreiben. Was ist das hier? Von allen Top-Clubs sozusagen, die Trikots? Genau, das sind
ein absolutes in unserem Partnerclub quasi. Eine Auswahl davon. Und ist hier ein klassischer Meetingraum. Und ich habe sogar den Schuh hier bekommen, Freunde. Der ist super geil. Ich bin in 2 Wochen angeblich wieder fit. Muss ich mal unterschreiben? Ich habe immer eine Kinderunterschrift. So, Freunde, und jetzt ist es ganz, ganz offiziell. Ich bin jetzt Markenbotschafter von Adidas. Gerade die Unterschrift gesetzt. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Völlig unreales Gefühl. Die zeigen mir jetzt hier nochmal das ganze Gelände. Es ist voll krass. Wirklich. Die meinten, hier war schon der. Und Klopp hat die auch. Hier, das war auch genau das gleiche mit Klopp. Ihr merkt, glaube ich, ich freue mich sehr. Ohne euch wäre das nicht möglich. Vielen Dank. So, Freunde, und ich darf jetzt hier shoppen. Ich darf mir alles, was hier ist, aussuchen. Auch so, wie viel ich will. Das ist wie in dieser, kennt ihr diese Kinderserie, wo man alles in einer bestimmten Zeit in seinen Einkaufswagen machen kann und dann kriegt man das? So ähnlich ist es hier. Ich darf mir alles aussuchen. Schuhe, Fußballschuhe, Trainingsanzüge, T-Shirts, Hosen, Socken, alles. Das wird jetzt super. Ich steppe hier seit 30 Minuten ungefähr rum. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen rausgesucht. Die Farbe ist halt schon sehr geil. Dieses Babyblau. Dann hier, ich mag ja so eher schlichtere Sachen. Das finde ich auch geil mit diesen gestickten hier. Digga, ich hab hier, weiß ich, 15 T-Shirts, 4 Hosen oder so. Fußballschuhe habe ich auch. Die grünen in Multinoppen, weil wir nicht immer auf Rasen spielen. Aber ich hatte den noch nie in der Hand. Wenn man den in der Hand hat, das ist, Digga, der ist so leicht, aber auch irgendwie schon sehr geil. Ich glaube, Danny hat Sydney. Und der hier ist so, ja, ledermäßig. Schuhe habe ich mir auch welche geholt. Ach, Socken brauche ich auch noch. Ich habe kleine Füße, lass mich im Frieden. Zack. Zack, passt. Socken kann man nie genug haben, Chat, merkt euch das. Und Freunde, ich kann mir sogar hier auch die Jeezy Slides aussuchen. Die sind super. Und jetzt bin ich erstmal gewappnet. Übrigens, holt euch alle immer Latschen, Adiletten, sucht euch aus. Zu Hause ist, generell im Sommer ist das ein Game Changer. Auch 4 Paar neue Schuhe, Freunde. Jeezys, ich habe die gerade anprobiert. Super. Und das werden die neuen Treter. So, wir machen jetzt hier noch eine kleine Rundfahrt. Das Wetter spielt leider nicht mit, aber mir wird das ganze Gelände hier mal gezeigt. Es ist wirklich riesengroß, Freunde. Wie groß ist das Gelände? Jetzt passen 6000 Mitarbeiter hier drauf. Das ist echt krass. Also wir fahren hier schon seit ein paar Minuten und es ist der Wahnsinn. Und eigentlich fährt man hier mit den Fahrrädern durch die Gegend. Voll entspannt eigentlich, wenn so gutes Wetter ist. Hier ist auch voll schöne Natur so. Und dann bretterst du hier mit deinem Fahrrad. Das ist schon cool. Hier war die Nationalmannschaft. Männer und Frauen Nationalmannschaft, hier ist das Hotel sozusagen. Der Arsenal war auch hier. Arsenal. Academy of Manchester United war auch hier. Dann haben wir hier Home auf der rechten Seite. Da kannst du mal reinschauen, das ist das Restaurant, wo sie Frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Das sieht auch sehr entspannt aus. Und hier ist ein, genau, Pool. Und dann kannst du dir da immer hier ein Konkurrenzspiel angucken, oder wie? Playstation spielen. Oh, das ist auch cool. Sich anschauen. Das ist ja geil. Im Sommer super entspannt, ja, wenn schönes Wetter ist. Sie hat es gerade gesagt. Was ist nächstes Jahr hier? Was ist nächstes Jahr hier? Delay Sports Vorbereitungscamp. Da bereiten wir uns auf die Kreisliga B nächstes Jahr vor, Freunde. Werden wir hier hart reingenommen. Ja, ja, also aber müssen wir. Aufstieg. Ja, es gibt einfach auch ein Pool, ein Schwimmbad, so ein Mini-Schwimmbad auf dem Gelände. Ja. Da hinten gibt es Basketballplätze und Tenniscourt, Volleyball. Das ist wie so eine Hotelanlage hier, ist der Wahnsinn. Und die Mitarbeiter dürfen alles nutzen und arbeiten 2 Stunden am Tag. Ab und zu arbeiten sie. Solange hier sie auch ihren Job machen, können sie auch ein bisschen schwimmen gehen. Das ist echt wirklich, ihr müsst es, also ich kann leider nicht hier alles filmen, weil das viel zu groß ist, aber es ist wie eine Hotelanlage, müsst ihr euch vorstellen. Ich wünschte, es wäre gutes Wetter, dann würde hier ein ganz anderer Vibe da sein. Der sieht auch schon sehr cool aus, mit dem Logo hier in der Mitte. Ich werde jetzt hier 2, 3 Körbe machen. Dritter, wenn du hier die Reaction drauf machst, guck dir die Wurftechnik an und hate nicht. Was auch interessant ist, die Mitarbeiter, die haben natürlich auch, manche von den Mitarbeitern haben Kinder. Und es gibt sogar hier einen Kindergarten für die Kinder von den Mitarbeitern. Und die können auch hier mit ihren Kindern spielen, wie hier Tennis. Wisst ihr, wie das ist? Wie in so einem Horrorfilm? Weil alles zu perfekt ist und am Ende wird man hier, weiß ich nicht, gejagt von irgendjemandem. Was auch voll interessant ist, Freunde, hier hinter mir befindet sich die Blackbox. Ich habe schon das Nationaltrikot gesehen, das neue Nationaltrikot und so auch so die Konzepte, so Real Madrid. Also Adidas macht ja auch die Trikots für Real Madrid. So, das passiert alles auch hier. Die kommen dann da vorbei, da darf niemand rein und nur die Verantwortlichen dann halt von dem Verein und die das halt gemacht haben.
echt krass. Also hier auch voll Secret hier. Es gibt ja viele Arsenal-Trikots, Bayern, Real, voll krank. Wir gehen jetzt ins Archiv, Freunde. Und da sind legendäre, ja, Kunstwerke, kann man schon sagen. Fußballschuhe. Ja, Fußballschuhe, die von den Fußballern auch getragen werden. Und die werden bei einer bestimmten Gradzahl auch aufbewahrt, ne? Genau, ganz wichtig. 18 Grad, 55% Luftfeuchte. Weil wir natürlich wollen, dass das hier, was ihr hier hinten seht, nicht passiert. Weil wenn Produkte nämlich nicht gut gelagert werden, dann zerbröseln die Produkte. Das wollen wir natürlich nicht. Nee, wir müssen auch Handschuhe anziehen, weil das ist wirklich jetzt hier, da drin ist ein Stück Geschichte. Alle WM-Bälle siehst du hier drin. Ach, alle? Das sind alle WM-Bälle, die es jeweils gab. 1904, ich fass nichts an. Der WM-Ball war cool, 2-6. Oh, von wann ist der? Das ist quasi die Special Edition, die LV Louis Vuitton. Ah, oh, okay, ist auch cool. Also hier sind alle WM-Bälle, die es bis jetzt gab. Adidas startet die Weltmeisterschaft, die FIFA. Seit 1970 mit den WM-Bällen aus. Das ist krass, das hatte ich so auch gar nicht so auf dem Schirm. Das ist der erste Ball. 1970 der Telstar Dualast für die WM in Mexiko, in dem Fall unterschrieben von der damaligen Nationalmannschaft. Also Franz Beckenbauer findet man da drauf. Damit haben sie gespielt? Damit haben sie gespielt. 54. Die Geschichte hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Ja. Quasi von den Schraubstollen. Ja, ja. Das. Wenn man sich das aber anschaut, es ist nicht allein der Schraubstollen, muss man wirklich sagen. Das ist das. Das Modell quasi, das ist nicht gespielt von den Ungarn, aber so sah der Schuh der Ungarn aus. Damit haben sie Fußball gespielt, Freunde. Das ist ein originaler Schuh. Mit jetzt den musst du ihn eigentlich in die Hand nehmen, weil du wirst es sofort merken. Ja, aber ja, okay. Oh ja, das ist wirklich das richtige Oschi, Freunde. 1954, ja. Ne? Deutschland gegen Ungarn. Wir waren die absoluten Underdogs. Wir haben in den vorherigen Matches gegen die Ungarn verloren schon. Im Finale sind wir nochmal auf sie getroffen. Sie waren die beste Mannschaft der Welt. Und es hat geregnet in Strömen. Das Wunder von Bern, Freunde. Müsst ihr euch angucken, den Film. Ja? Sie lagen zurück zur Halbzeit. Und dann musste was geändert werden. Und dann wurde Adidasler zusammen mit seinem Team hat dann quasi die Stollen getauscht, sodass sie auch längere Stollen hatten, dass sie besseren Grip hatten. Und damit konnten sie halt quasi am Ende dieses Spiel gewinnen. Und es war dann auch überall in der Presse, what a Dassler. Also wenn man sich wirklich die Schuhe vergleicht, das war natürlich ein taktischer Vorteil. Das ist ein Schuh von Uwe Seeler. Das ist ein Schuh von Uwe Seeler. Und man sieht, er hat ihn wirklich bis zum geht nicht mehr gespielt. Was aber das Besondere ist an diesem Schuh, das war eine Sonderanfertigung. Uwe Seeler hat sich 1965 die Achillessehne gerissen. Was normalerweise eigentlich für Fußballer das Ende der Karriere bedeuten konnte. Damals war das normalerweise auch so. Und unser Firmengründer Adidasler hat ihm eine Spezialanfertigung gemacht, dass er quasi hier ein Padding hatte hinten in der Ferse, sodass er weiter trainieren konnte und 1966 bei der WM antreten konnte. Also ihr merkt, Freunde, die Frau lebt Adidas. Zidane, Beckham, Schweinsteiger. Oh. 2014. Schweinsteiger hat der richtige. Was hat der für eine Schuhgröße, der Mann? Auch eine Spezialanfertigung. Der hat ja voll große Füße. Mit dem Schuh hat Bastian Schweinsteiger die WM übrigens gewonnen. In Brasilien 2014. Hier ist sie dann, Freunde. Und das 2003 Player of the Year und das ist David Beckham. 2003 Player of the Year. Der allererste Predator, der rausgekommen ist. 1994. In die Richtung funktioniert das super. In die andere Richtung bleibt mein Handschuh hängen. Ja. Jetzt darfst du raten, was das für ein Material ist. Klettverschluss? Kein Klettverschluss, es ist ein Leder. Und in dem Fall ist das Haihaut. Haihaut? Echte Haihaut, ja. Das ist ja krass. Die deutsche Nationalmannschaft sind barfuß in die Duschen gegangen in den 60ern und hatten nichts an den Füßen an. Dementsprechend wurde die Adilette erfunden. Und das ist auch ein Aufruf an alle Fußballer, die danach ohne Badelatschen oder Adiletten oder sonstiges duschen gehen. Holt euch welche. Wie geht's weiter mit Trainingsanzügen von? 1967. Franz Beckenbauer, der erste Trainingsanzug, den Adidas je produziert hat. Für Franz Beckenbauer, mit Franz Beckenbauer und der Modellname ist auch Franz Beckenbauer. Das ist sehr cool. Und an alle Messi-Fans. Anton, wenn du das Video siehst, jetzt aufpassen. Sie hat auch was vorbereitet von Messi. Schienbeinschoner? Nee. Schuhe? Nee. Schuhe? Okay, von was? Das ist das Modell, das Messi in seiner letzten Saison bei Barca getragen hat. Oh, ach guck mal hier von seinen Kindern die Namen und Geburtsdatum. Messis Fuß war hier drin, Freunde. Interessant, sehr interessant. Ich brauche den Link nochmal. Jetzt war mein Finger da drin. Passt. Ist auch eine Spezialanfertigung unserer Athlete Services Abteilung. Macht er Spezialanfertigung immer? Ja, ne? Der kann sagen, theoretisch, wie er ihn haben will. Kann jeder Spieler bei uns sein. Kann ich das auch sagen?
Ja, okay, vielleicht, ne? Okay. Ja, fürs Video. Wenn Champions League. Werde ich in die Champions League kommen. Ja, Chad, also Kreisliga C brauchen wir noch ein bisschen. Messi kriegt an selbst angefertigte Schuhe. Bei Illegaler reicht es noch nicht. Ich dachte, wir sind Arbeitskollegen. Ende der ersten Halbzeit. Sogar noch dreckig hier. Noch dreckig, getragen von Benedikt Höwedes. Benno. Wenn du dich noch daran erinnerst, quasi kurz vorm Ende der ersten Halbzeit rutscht er quasi vors Tor und hätte fast das Tor gemacht für uns. Mm. Er hat das Trikot in der Halbzeit gewechselt, aber das ist das Trikot der ersten Halbzeit, weil man sieht noch die Grasflecken. Also das Maracanã-Stadion ist noch auf dem Trikot. Wir waschen unsere Sachen hier auch natürlich. Ne? Das ist ein Arsenal-Trikot, krass. Ja. Auch das Logo von damals. Mhm. Und hier sind noch getragene Handschuhe von Manuel Neuer. Die sind von 2021. Was steht denn hier drauf? Alle seine. Ah, okay, krass. Soll ich jetzt verewigen, Freunde? Lass meine Schrift in Frieden. Das ist echt hier alles so voll modern, ey. Wir gehen jetzt weiter. Only the best for the athlete. Welcome. Ja, verstehe ich. Ich war hier jetzt gerade, Freunde, in diesem Raum. Da wurde ein Bodyscan von mir gemacht. Guckt euch das mal an, das sieht wirklich genauso aus wie ich. Jetzt können wir genau anschauen und vermessen, wie dein Körper ist. Also die verschiedenen Maße anschauen. Oh, bitte, wie groß bin ich? Bitte nachgucken, wie groß ich bin. Das machen wir gleich. Das will ich sehen. Genauer geht's nicht, Freunde. Es wird jetzt gemessen, wie groß ich bin. 1,89 mit Schuhen. Mit Schuhen. Ja, aber die Sohle ist ja nicht groß. Wir haben noch eine Größenempfehlung von dir, also in welche Größe du reinpasst, aber es war natürlich jetzt mit Klamotten gemessen. Ja. Und dann kann man auch genau sagen, genau was für Klamottengröße du hast. Jetzt wird hier ein Fußscan von meinem Fuß gemacht. Hier saßen schon auch coole Athleten, ne? Alles, was Rang und Namen hat. Also ich sitze jetzt auch hier. Hat auch Rang und Namen, oder würdest du sagen, Hat auf jeden Fall noch Potenzial. Ja, passt. Ist okay. Freunde. Mein Fuß wird gescannt. Aber sieht nach einem gesunden Fuß aus? Sehr gesund. Sehr gesunder Fuß, Freunde. Das sind meine Füße. Das sieht auch alles mit niedrigen Unterschieden aus. Das heißt, rechts und links sollte sehr, sehr gut identisch passen. Hm. Damit du es immer hörst. Wer saß auf diesem Stuhl? Alles aus Rang und Namen, wie ich vorher schon gesagt habe. Du hast gerade die Namen gesagt. Unter anderem Pogba, Messi etc. Der saß hier. So, Freunde. Wir fahren jetzt nach Frankfurt, holen Melina ab. Die Frau hat ihren Flug, also ihr Flug hatte leider Verspätung, sonst wäre sie auch da gewesen. Du hast leider alles verpasst, Melina. Wir melden uns nachher nochmal aus dem Hotel. Melina ist jetzt auch da. Wir gehen jetzt was essen entspannt und lassen nochmal den Tag ausklingen, ne? So, Freunde, ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wir sind jetzt im Hotel angekommen. Morgen habe ich schon wieder ein nächstes Event. Also momentan ist sehr, sehr viel los. Es ist wirklich immer noch sehr, ja, unglaublich, dass ich jetzt Markenbotschafter von Adidas bin. Die haben mich extrem früh supportet für meine Verhältnisse, wo ich noch echt nicht so groß war. Und die haben mir das Vertrauen geschenkt. Die haben mir heute alles gezeigt. Ihr habt es ja gesehen, auch so wer mit mir da das hat. So, also es sind nicht viele Leute auf der Welt, die das haben und auch erst recht nicht in Deutschland. Und da bin ich jetzt als, ja, einer der wenigen. Ist eine Ehre für mich und ich hoffe, ja, ihr freut euch auch so, wie ich mich freue. Ich weiß das nämlich sehr zu schätzen. Das ist alles nur wegen euch und weil wir halt so eine extrem starke Community haben. Lasst gerne ein Like auf das Video da, lasst ein Abo da. Es werden noch so viele Fragen wahrscheinlich dazu kommen. Werde ich in den Streams beantworten und im Laufe der Zeit. Das war's von mir, Freunde. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich supportet und wir werden immer größer. Müssen wir noch was sagen? Ja, habt einen schönen Tag. Viel Spaß. Wir haben hier Chips bekommen, Leute.